Josen Matrosen, euer Re hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Video zu Replays Call of Cthulhu. Erstmal ein schönes neues Jahr von mir. Ich hoffe, es wird besser als das letzte Jahr auf jeden Fall. Ja, ich habe hier schon eine halbe Stunde investiert. Also ich bin schon etwas länger im Game, so knapp 2 Stunden. Ich habe das hier jetzt eine halbe Stunde gemacht und dann hat mein Capture-Software hat mich im Stich gelassen und hat gesagt, nö, ich hab keinen Bock gehabt aufzunehmen, nö. So, jetzt machen wir das halt nochmal. Ja, kurz zur Geschichte. Call of Cthulhu, wir spielen Kevin Pierce heißen wir. Und wir sind ein Privatdetektiv, der von Steven Webster hier quasi in Auftrag genommen wurden, den Tod seiner Tochter Sarah Hawkins, ihrem Mann Charles Hawkins und dessen Sohn Simon Hawkins zu betrachten, denn sie sind in einem Feuer ums Leben gekommen, sind sehr wohlhabende Leute. Und das Ding, was Steven Webster so durch den Strich geht, sage ich mal, ist, dass man sagt, dass Sarah Hawkins etwas an der Klatsche hat. Und er möchte einfach wissen, ja, also er denkt, da geht einfach mehr vor sich, ja. Da sind noch ein paar andere Charaktere, die wir bis jetzt kennenlernen durften. Und zwar zuallererst den James Fitzroy, das ist der Kapitän, der uns auf die Insel nach Darkwater gebracht hat. Dann haben wir den Barmann kennengelernt, Roy Mitchell. Der hat uns ein paar Dinge über Darkwater erzählt. Dann haben wir Kat, das ist eine Bandenchefin, kennengelernt. Die hat uns in ein Lagerhaus gebracht. Nach, einer etwas schwierigen Anfangsphase mit ihr. Denn in diesem Lagerhaus war ein Gemälde von Sarah Hawkins. Ja, und ich weiß nicht mehr, wieso wir das wussten, aber wir mussten auf jeden Fall da reingehen und dieses Gemälde war dann auch dort und haben uns da ein bisschen umgeschaut. Dann kam Officer Bradley, der hat uns zur Villa von den Hawkins gebracht. Da sind wir auch gerade, nur sind wir irgendwo unterirdisch im Moment unterwegs. Und dann haben wir noch den Silas kennengelernt, das ist so der Verwalter des Anwesens, der immer noch nach dem Anwesen schaut, obwohl es eigentlich keinen Grund mehr gibt, denn es ist halt alles, ist halt alles im Feuer untergegangen sozusagen. Verzeiht mir, ich bin heute etwas, also das Layout vom Bild hier ist etwas anders als gewohnt. Ich werde hier irgendwo unten in der Ecke wahrscheinlich ganz klein sein, denn das Spiel ist scheinbar also nur auf Englisch und es gibt aber einen deutschen Untertitel. Das heißt, ihr müsstet mitlesen, so, sorry dafür. Ich glaube, man kann auf Deutsch stellen, aber dann müsste ich von vorne anfangen. Und es ist gerade wirklich interessant, ja. Wie gesagt, wir sind in dieser Villa unterwegs, haben uns ein bisschen dort umgeschaut, zusammen mit Bradley, mit dem Offizier. Und wir sind hier unterirdisch gelangt, gerade eben sozusagen, denn wir waren in einem Zimmer. Und da war ein Mann, ein maskierter Mann, der uns zu Boden gerammt hat und ein Gemälde gestohlen hat. Und der war, ja, der ist da hinten, ist der entlang, da wo dieser Ausgang ist. Und wir kommen da jetzt nämlich nicht rein. So, wir haben auch 2 Ziele hier. Hauptziel ist, die Spur des Diebes aufzunehmen und das Nebenziel in die Haupthöhle begeben. So, das ist eh beides, was wir vorhaben. So, jetzt sind wir erstmal hier unten angelangt. Es ist ein sehr, ich sag's gleich, es ist ein eher ruhigeres Spiel, also. Und ihr kennt mich, ich schaue mir alles immer so ein bisschen gerne an. Ist auf jeden Fall ein Game, was man locker zu Halloween spielen kann. Soundeffekte sind schon mal hart. So, kommen wir hier weiter? Was ist denn hier los? Hä? Okay.
Alter, was sind das für Sounds da, da? Da stellen sich meine Nackenhaare. Alter Schwede. Okay, also da reinkommen tun wir jetzt nicht. Ne, ist abgeschlossen. Wenn man auf L drückt, kann man etwas schneller laufen. Normal mache ich das nicht, aber wir wollen jetzt erstmal hier hoch. Okay, ja. Hier waren wir auch eben und haben, wir haben so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine besondere Fähigkeit, etwas in die Vergangenheit zu blicken und Szenen zu rekonstruieren. Also wir haben hier den, wie heißt er nochmal? Den Charles Hawkins gesehen. Er saß da, er saß hier und hier waren zwei zwielichtige Gestalten, die aussahen wie Voldemort. Aber jetzt laufe ich mal wieder Richtung Villa. Aber ich bin mir ziemlich sicher, irgendwie hätte es da unten weitergehen müssen. Das ist jetzt... Ah ja, okay. Okay. Es muss irgendwo da unten weitergehen. Shit. Gut. Wo ist dieser Bradley eigentlich? Er stand eben noch hier. Der Offizier hat mit uns gesprochen, bis ich da runtergegangen bin. Und jetzt ist er weg. Irgendwie kommt mir der Kollege verdächtig vor. Ja, das, da geht nichts. Rechts unten in der Anzeige, wo ich wahrscheinlich bin, das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Ja, eine... Die Petroleum-Anzeige unserer Lampe hier. Aber keine Angst, selbst wenn das leer geht. Ah, wir können sie auffüllen. Oh, was war das? Ah, wir können es heller machen mit... Ah, okay, aber da... Oh, shit, da... Geht aber ganz schnell, geht das Petroleum leer, wenn wir das machen. So, wir haben auch zur Not das hier. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Ah, da ist was. Ah, da können wir durch. Das Sounddesign ist sehr, sehr cool. Die meisten Synchronstimmen sind mega gut, vor allem von unserem Charakter. Und das soll ja auch die technisch schwächste Version sein auf der Switch, aber bisher, ich find's cool. Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Ein Traumfänger. Gibt's auch einen Film, der ist nicht schlecht, der heißt Dreamcatcher. Ich glaube, der ist von Stephen King. These paintings must be several centuries old. Hm. Einige Jahrzehnte alt hier, sagt er. These paintings must be several centuries old. Oh, da unten geht's noch weiter. Oh, ein Skelett. Sad way to go. Ja, da das Skelett, das dieser, wer auch immer das war, den hat's böse erwischt. An old diary. Ein altes Tagebuch. In dieser Ausgabe wird der Glaube des verlorenen Stammes erwähnt. Sie vergötterten ein Wesen, das in ihren Träumen zu ihnen sprach. Der gesamte Stamm scheint in einer Massenopferung zum Ruhm ihrer Gottheit verschwunden zu sein. Okay. Da geht's nicht weiter. Ja, coole Wassereffekte. Was ist das? Eine Statue? Sieht aus wie ein Cthulhu-Monster. Hm. Interessant. So, wir sind in der Haupthöhle. Ah ja, okay, alles klar. Also wir sind hinter dieser Tür
Können wir sie von innen aufmachen? Geht auch nicht. Okay. So, die Spur des Diebes aufnehmen. Wie gesagt, da hinten ist er. Habe ich ihn vorhin rausschleichen sehen. Wir laufen weiter. Time has weakened these structures. Allerdings, die Zeit hat diese Strukturen hier definitiv geschwächt. Und viel Feuchtigkeit natürlich. Ist da irgendwas? Oh, eine Kerze. Nee, was ist das? I don't have time to search them all. Ja, dann. Wenn du nicht die Zeit hast, durch Säcke zu wühlen, dann hast du sie halt eben nicht. gibt's was zu essen? Ich kann's förmlich riechen. Oh, offen. What's going on here? Piers. Oh. Keep your voice down. Bradley, da ist er. Oh God. What have you got me into? We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Okay, wie ist der jetzt da reingekommen, hä? Wie ist er jetzt da hingekommen? Meine Fresse. Okay, Ja, die brauchen wir jetzt nicht. Hell genug hier. Da aber nicht. Da schauen wir mal rein, ob da irgendwas ist. Nein. Ach, wir krochen. Ich hab's gar nicht gemerkt. Stimmt, wenn man auf B drückt, dann kann man kriechen. Okay. So, weiter geht's. Sehr stimmungsvoll, dieses Spiel. Ich find's geil. Und ich sehe schon was. Das habe ich vorhin in der Villa schon gesehen. Und zwar scheint hier ein Porträt von uns. A mass grave. Oh, krass. Oder das... Das sieht aus wie wir. Oh, der Dieb. Ja, klar. I got it. I can't breathe. What? Manche Situationen und Begegnungen verursachen Panik bei dir. Fliehe schnellstmöglich von dem Ort. Okay, schnell. Weg. Nein! Oh, damn it. I must find a way out of here. So, ich glaube jetzt. Is it my turn? Yes. It is time. You will soon be one of us. If your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. Ich sagte, die meisten Synchronsprecher sind hier gut, wie wir. Zum Beispiel unser Synchronsprecher. Die drei Gestalten hier waren eher, denk mal, aus dem Entwicklerteam. Aber sei es drum. It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Ritualdolch. Ich fand diesen Dolch in den Tunneln unter dem Hawkins-Anwesen. Sein Besitzer ließ ihn zurück, als er den anderen gewandten Männern folgte. Okay. Okkultismus.
I can't read Latin. Ja. Man kann hier übrigens, das Spiel hat, ja, RPG-Elemente. Man kann hier etwas seinen Charakter voranbringen. Hier unten, ich habe jetzt einen Charakter-Point verfügbar. Ich versuche alles, ja, mehr oder weniger gleich zu leveln. Dieses die Medizinkunde und das Okkultismus, das konnte ich nicht gleich anwählen, aber jetzt geht's scheinbar. Weil bei den anderen Geschichten hier, Redegewandtheit, Entdeckung, Stärke und so weiter, haben wir 55 Prozent, gut, aber die hier sind etwas. Achso, die Fähigkeiten Medizinkunde und Okkultismus können nur durch das Entdecken von Objekten in der Umgebung verbessert werden. Okay. Und die habe ich scheinbar noch nicht. Dann machen wir weiter mit Redegewandtheit. So, bestätigen. Und ja, genau, hier können wir auch allerlei, aber damit will ich euch jetzt nicht langweilen, hier allerlei Sachen uns noch durchlesen, zu da, wo wir gerade sind, etc. Aber wie gesagt, so, von wo bin ich gekommen? Ich bin von da gekommen. Dann geht's hier weiter. Ja, war klar. So fing das Spiel auch an. Da, das war wohl ein Flashback. Weil ich kann mich an diese Location hier erinnern. Oh, ein Schiff. Schnell weg. Geht nicht. Okay. Was liegt denn hier alles? Also die Insel ist unter der Prohibition, oder wie das heißt, aber dennoch wird reichlich Alkohol ausgeschenkt. Ah, da geht's rein. So, da haben wir unsere Okkultisten. Cthulhu Nithsiha Fitag. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Yibithnk Hupadk Cthulhu Bithinkor. Grant him your mind and accept his, so that his mind and yours may be one. Oh shit. Yloig Hupadk Cthulhu Loigna. Grant him your dreams and accept his, so that the paths of your souls finally intertwine. Yorel Cthulhu Kashag. Let his soul guide you to us. Also, da oben steht, wir sollen die Höhle erkunden. Aber ich finde gerade sehr interessant, was hier vor uns passiert. Bin etwas zwiegespalten. Na gut. Erkunden wir die Höhle. Bring me more sacred flesh. Hier sind wohl ein paar Schlafende. mit Cthulhu-Masken. It looks like a kind of deep coma. What could this ritual have done to them? Schlafen daher, die schlafen wirklich. Oh shit. Das war knapp. Geht's auch nicht weiter? Oh, doch.
ishtel bas natulu lenaraf kli noch schlag hele gokanira sigof eni abdach nikif kli ishtel bas natulu lenaraf kli noch schlag hele gokanira sigof eni abdach nikif kli ishtel bas natulu. Bradley, what are you doing? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? Uh-oh. An intruder! Oh, shit! Don't move! Police! Don't move! Uh-oh. I won't hesitate! Bradley, get back! You, get back! You asked for it! Hey! Welch Schönheit! You shouldn't have seen this! Charles Hawkins! Oh oh! Okay. Hilfe! It's all caving in. I need to get out of here. Oh shit. Oh shit. Sehr geil gemacht. Whoa. Sind wir etwa... Nee, oder? Nein. My leg. Ja. Gut. Ich würde sagen, machen wir Schluss für heute. Sollte euch, denke ich, reichen, um ein Gefühl für das Spiel zu kommen, um zu sehen, ob es was für euch ist oder nicht. Und wie immer, ihr wisst Bescheid. Hat zwar noch nie funktioniert, aber ich sag's trotzdem immer wieder. Wenn ihr Bock habt, dass ich das weiterspiele, dann sagt mir Bescheid, dann schauen wir mal, wo ich bin. Spring irgendwo wieder rein und ja. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Einschalten. Stay safe, passt auf euch auf. Euer Ree.